Es liegt ein Abglanz der Pracht und der Behaglichkeit des alten Europa über dieser Stadt. Das berühmte Kaffeehaus Hungaria, gegründet 1894, erstrahlt in antiquierter Eleganz. Das Angebot der Markthallen ist von ländlicher Einfachheit. Offeriert wird es mit der Selbstverständlichkeit von Althergebrachtem. Der Charme dieser Stadt ist eine Stimmung zwischen Melancholie und Leichtigkeit. Budapest, hier mischt sich Nostalgie mit Unbeschwertheit und Selbstbewusstsein. Die prunkvollen Repräsentativbauten der Jahrhundertwende, von Jugendstil bis Neobarock, altern in leicht ledierter Würde. Budapester Stadtbild gingen Orient und K&K-Monarchie eine eigenartige Verbindung ein. Dazwischen die Wahrzeichen des real existierenden Sozialismus. Im Bauboom der Gründerjahre manifestierte sich ungarisches Nationalbewusstsein in stilistischer Vielfalt. Dekoratives, wie die neoromanische Fischerbastei, behauptet sich neben neoklassizistischer Monumentalität. Am Heldenplatz erhebt sich das Museum der bildenden Künste, eröffnet im Jahre 1906. Anlässlich der 1000-Jahr-Feier der ungarischen Staatsgründung hatte das Parlament ein Gesetz verabschiedet, das die bis dahin auf verschiedene Orte verstreuten Sammlungen, Stiftungen und Galerien zu einer nationalen Kunstsammlung vereinigen sollte. Nach den Plänen der Architekten Schickedanz und Herzog entstand ein gewaltiger Bau, dem Zeitgeschmack des Historismus folgend, von den korinthischen Säulen des Portals bis zum Marmor der Renaissancehalle, ein Festival schönster Stilverwirrung. Ein weitschlüssigeres Ensemble bilden dagegen die Sammlungen des Museums, obwohl sie aus den unterschiedlichsten Quellen zusammengetragen sind. Den Grundstock dazu legten die Fürsten Esterhazy im 18. und 19. Jahrhundert. Aus ihrer berühmten Sammlung rekrutiert sich ein Großteil der Galerie Alter Meister, die neben antiken Sammlungen, Skulpturen und Grafiken den eigentlichen Schatz des Museums ausmacht. Deren bestes Stück wiederum, die Spanische Schule, die bedeutendste und umfangreichste außerhalb des Prado in Madrid. 7 Gemälde El Grecos, hier seine heilige Familie mit der heiligen Elisabeth, bilden das Kernstück dieser Gruppe. Francisco de Goya ist mit 3 Bildern vertreten, darunter die Wasserverkäuferin, einem seiner bekanntesten und am häufigsten zitierten Werke. Goya hat die Wasserverkäuferin um 1819 gemalt. Seine fast 30 Jahre zuvor entstandenen Mädchen mit Krügen im Madrider Prado dürften thematisch gesehen Vorläufer dieser Arbeit sein. Um die Wende zum 19. Jahrhundert hatte Goya mit den zeitkritischen Radierungen der Caprichos und später der Desastres de la Guerra begonnen. Die Wasserverkäuferin dagegen ist eine Reminiszenz an die heiteren volkstümlichen Szenen aus seiner Frühzeit. Werke von Murillo, Ribera, Velázquez und Zurbarán vervollständigen die spanische Sammlung des Museums für bildende Künste in Budapest. Rund eine 500.000 Besucher verzeichnet man hier jährlich. Ihnen bieten sich auch in den anderen Abteilungen des Museums weltberühmte Kunstwerke.
Die Predigt Johannes des Täufers zum Beispiel von Pieter Bruegel dem Älteren. Der auch Bauern Bruegel genannte Meister der flämischen Schule signierte das Bild im Jahre 1566. Es zeigt ein traditionelles Sujet in einer den gewohnten Aufbau umkehrenden Sicht. Die Hauptfiguren der religiösen Szene, Johannes und Christus, verlieren sich in der Menge, während die Masse der Zuhörer zum eigentlichen Thema des Bildes wird. Sie allerdings kehren dem Betrachter meist den Rücken zu. Dem Betrachter zugewandt, jeder Gesichtszug, jede Empfindung offengelegt, ein Porträt gemalt von Albrecht Dürer, sein Bildnis eines jungen Mannes. Die sogenannte Esterhazy Madonna von Raphael. 1870 war das Bild mit dem Ankauf der reichen Esterhazy-Sammlung in Nationalbesitz übergegangen. Raphael malte dieses Bild 1508 am Ende seiner Florentinerzeit. Er ließ es unvollendet. Bei den Kindern ist noch die Untermalung zu sehen. Ein Zustand, an dem sich Raphaels Malweise exzellent studieren lässt. Das nur 20 auf 28 Zentimeter große Bild gehört zu den besonderen Schätzen der Galerie Alter Meister. Die geschichtlichen und geografischen Verbindungen, wie auch die Vorlieben der adligen und geistlichen Herren, deren Sammlungen die Entwicklungsrichtung der späteren Galerie bestimmten, brachten eine Fülle italienischer Malerei nach Budapest. So auch Michele Pannonio, ein ursprünglich aus Pannonien, aus Ungarn stammender Meister. Sein Bild aus der Mitte des 15. Jahrhunderts, das Stilelemente der Spätgotik und der Renaissance verbindet, zeigt die Muse Thalia. Es ist das einzige signierte Bild dieses Künstlers. Correggio und Giorgione, Ghirlandaio und Bellini, Filippo Lippi, sie alle sind mit ihren Werken in den Räumen des Museums der Bildenden Künste zu finden. Eine Kostbarkeit aus dem Quattrocento, Sassettas Heiliger Thomas von Aquin im Gebet. Das Predellenbild war einmal Bestandteil eines Altars in Siena. Der heilige Thomas kniend vor einem Marienaltar. Quattrocento. In jener Zeit waren die Mauern der alten gotischen Burg auf dem Buddaer Berg schon mehr als 100 Jahre alt. Die Spätgotik, das war die Blütezeit der ungarischen Kirchenkunst mit ihren prächtigen Flügelaltären. Im einstigen Thronsaal des Königspalastes auf dem Buddaer Burgberg sind einige der schönsten Altäre ungarischer Meister ausgestellt.
Ein Marienhochaltar aus dem damals ungarischen Siebenbürgen. Aus dem Jahr 1543 zeigt er in seinem Schnitzwerk schon Einflüsse der Renaissance, während den Tafelbildern dürersche Kompositionen zugrunde liegen. Im Giebelfeld die heilige Anna selbst tritt. Ganz im Stil gotischer Spitzform der Verkündigungsaltar aus Kischseben, geschaffen vom Meister der Annenaltäre, der herausragenden Persönlichkeit unter den ungarischen Bildschnitzern des frühen 16. Jahrhunderts. Vom üppigen, doch geordneten Faltenwurf des Goldmantels über die stilisierte, doch ungekünstelt wirkende Haarsträhne bis zu den feinen, idealisierten Gesichtszügen der Marienfigur, der Meister kannte die Grenzen zwischen erlesen und manieriert. Die Tafelbilder der Werktagsseite zeigen Szenen der Marienlegende. Auch diese Tafel schmückte einst den Hochaltar einer Burgkirche. Mariä Heimsuchung von dem Meister, der nur unter seinen Initialen MS bekannt ist und dessen künstlerische Begabung seine heimischen Vorläufer und Zeitgenossen in den Schatten stellte. Die beiden Frauengestalten Maria und Elisabeth beherrschen das Zentrum des Bildes, in dessen Hintergrund sich das ganze Weltbild damaliger Zeit spiegelt: Fluss und Berge, Burg und Stadt. Mariä Heimsuchung des Meisters MS ist die populärste Tafel dieser Sammlung spätmittelalterlicher ungarischer Kunst. Der Thronsaal mit den Flügelaltären liegt in einem Seitentrakt des neobarocken Burgpalastes von Budapest, der auf den Ruinen der alten Königsburg erbaut wurde. Seine der Donau zugekehrte Seite beherbergt die Ungarische Nationalgalerie, ein Museum, das von mittelalterlichen Sammlungen bis zur Malerei des 19. und 20. Jahrhunderts ganz der einheimischen, der ungarischen Kunst gewidmet ist. Der Burgpalast, mehrfach in seiner 700-jährigen Geschichte von fremden Eroberern zerstört, zuletzt 1945, nachdem er deutschen Besatzern als Hauptquartier gedient hatte, an seiner Geschichte lässt sich die der Ungarn ablesen. Und so empfängt ganz folgerichtig dem Besucher der Nationalgalerie zunächst die Historienmalerei. Die angreifenden Türkenheere aus dem 16. Jahrhundert, denen sich die Frauen von Egger entgegenstellen, in der heroisierenden Darstellung Bertolon Szekeis Mitte des 19. Jahrhunderts. Ein hingerichteter Nationalheld wird beweint, Laszlo Hunyadi, der Sohn des großen Türkenbezwingers. Viktor Modoras malte das Bild 1859. 10 Jahre zuvor hatte der Freiheitskampf gegen die Ungarn beherrschende Habsburger Monarchie seinen unglücklichen Ausgang genommen. Die Künstler beschworen glorreiche Vergangenheit. Die monumentalen Leinwände des ungarischen Historismus beherrschen den Eingangsbereich der Nationalgalerie, Treppenaufgang und 2 Hallen, deren Zentrum die Rückeroberung Buddhas krönt. Dem Maler Gyula Bensur bescherte sein von historischer Romantik durchdrängter Münchner Stil auch auf Pariser Ausstellungen Erfolge. Die nationale Geschichte als Aushängeschild einer Nationalgalerie. Programmatisch ist das einleuchtend. Künstlerisch interessant wird es jedoch erst hinter der heldenhaften Fassade. In einem endlos scheinenden Labyrinth von Sälen und Kabinetten die ungarische Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts.
Ihr erster bedeutender Repräsentant war Károly Marco, der Ältere. Geprägt vom klassizistischen Geist Poussins und Lorrains, entstand um 1830 seine Ansicht der Landschaft um das Donauknie nördlich von Budapest. Visegrád, die Burg mit dem Wachturm am Flussufer, die Hügelkette im Hintergrund, eine ruhig ausgewogene Komposition, wie sie Marcos Stil auszeichnet. Zwanzig Jahre später malte er die Landschaft in der großen ungarischen Tiefebene mit dem Wahrzeichen madjarischen Landlebens, der Puszta, dem Zibrun. Sturm über der Puszta. Die aufgewühlte Natur ist das bevorzugte Sujet des Károly Lotz, der im Gegensatz zur Gelassenheit seines Vorgängers Marco dramatische Wirkungen zu erreichen sucht. Um die Mitte des Jahrhunderts ist auch in Ungarn die kühle Sachlichkeit des Klassizismus der kontrastreichen romantischen Vortragsweise gewichen. Parallel zu dieser etwas verspätet stattfindenden Entwicklung stand das Biedermeier mit seiner Genremalerei, die hier in Zeiten des ungarischen Vormärz zu einer künstlerischen Komponente nationaler Bewusstseinsbildung wurde. In der Nationalgalerie dominiert die dörflich-ländliche Richtung des ungarischen Genres. Die Ankunft der Braut von Miklós Barabás, eine Festlichkeit mit spezifisch ungarischer Ingredienz, der Zigeunerkapelle. Das ungarische Landleben vor 100 Jahren. Der Balatonsee, das Brackwasser am Ufer, die Bäuerinnen. Das waren die unspektakulären Sujets des Malers Gesso Messeri, der nach Lehrjahren an den Wiener und Münchner Akademien ausgedehnte Reisen durch seine Heimat unternahm, von den Bokonji-Bergen am Balaton bis zum großen öden Flachland im Osten. Dort an den Ufern der Theiß in Szolnok, in einer Gegend mit weitem Horizont, fand sich eine Künstlerkolonie zusammen, der auch der Maler Laszlo Mednyanski angehörte. Dort entstand seine Moorlandschaft, Fahrweg durch Wildwasser. Simon Holosi, ein Zeitgenosse, suchte die Intimität und Vertraulichkeit sonnendurchfluteter Innenräume. Holosi hatte in Nagy Banyo an der Grenze zu Siebenbürgen eine Malerkolonie gegründet, die sich der naturalistischen Freilichtmalerei widmete.
Zu den Mitbegründern dieser Künstlerkolonie gehörte auch der junge István Csók, der sein Handwerk in München und Paris gelernt hatte, als er sich seiner ländlichen Heimat zuwandte. Die Sommermonate der 90er Jahre verbrachte Csók oft im Hause seiner Familie in Zetze. Dort wurde ihm ein eigenes kleines Museum eingerichtet, in dem die lichte, idyllische Atmosphäre dieser Zeit noch lebendig ist. Die Mutter in der Küche, im Haus in Zetze. Csóks Bild, der Taufpate beim Frühstück, hängt in der Ungarischen Nationalgalerie. Eine meisterliche Charakterstudie, gemalt von einem Künstler, dessen heiteres Œuvre auf ein ähnlich ruhiges, zufriedenes Gemüt schließen lässt, allerdings auch auf eine gewisse Provinzialität. Inzwischen hatte ein anderer ungarischer Künstler von München, Düsseldorf und Paris aus ganz Europa erobert. Mihai Munkácsy, dessen Stil sich an Courbetschem Realismus und an der Schule von Barbizon orientierte. In Barbizon porträtierte er seinen Freund László Pál, einen jungen Maler, der, obwohl er zeitlebens im Schatten des berühmten Freundes stand, heute zu den bedeutendsten Landschaftsmalern ungarischer Herkunft gezählt wird. Pals Wirkungsbereich war die Gegend um Barbizon und der Wald von Fontainebleau. Dieser Waldweg in Fontainebleau zeigt ihn als Meister der Farbschattierung, der vibrierenden Durchsichtigkeit, des atmosphärischen Details. Anders als der früh verstorbene Pál, hatte Mihai Munkácsy nach Besuchen in der Heimat sich immer wieder auch die ungarische Landschaft zum Thema genommen. Staubiger Weg, eine Pusterlandschaft. Munkácsy hat sich in grundsätzlichen Äußerungen zur Malerei scharf von den impressionistischen Strömungen seiner Zeit abgesetzt. Bilder wie Der staubige Weg zeigen, dass die Impressionisten seinen Stil dennoch beeinflusst haben. Den größeren Teil seines Œuvres machen jedoch Genre-Kompositionen wie diese aus. Die Zelle des Verurteilten, ein Bild, das noch einmal den ungarischen Freiheitskampf zum Thema hat. Munkácsys romantischer Realismus mit den spezifisch nationalen Zügen wurde in den 50er Jahren unseres Jahrhunderts offiziell empfohlenes Vorbild eines sozialistischen Realismus. Eine posthume Festschreibung, die sein künstlerisches Talent aber über lange Zeit bei der jungen Generation diskreditierte. Einem anderen ungarischen Künstler widerfuhren Ablehnung und Unverständnis während seiner besten Schaffensjahre. Pál Szinyei Mersche. 1873, als 28-Jährigen, war ihm sein Meisterwerk gelungen. Das Frühstück im Freien. Die Konvention missachtende Raumaufteilung, kräftige Farbgebung, gelockerte Pinselführung, das sind die Stilelemente, die dieses unter dem Eindruck der frühen französischen Impressionisten entstandene Bild zu einem bahnbrechenden Werk der Freilichtmalerei, der Plein-Air-Malerei machen. Erst ein Vierteljahrhundert nach seiner Entstehung, begünstigt durch die Maler der Freilichtschule von Nagybanyo, erhielt es die Anerkennung, die ihm gebührte. Damals erwarb das Museum der Bildenden Künste das Bild. Nun hängt es in der Nationalgalerie an prominenter Stelle. Um die Jahrhundertwende, im Zeichen der ungarischen 1000-Jahr-Feier, bricht die Suche nach neuer künstlerischer Form auf. Nachfolger der Prä-Raphaeliten, spiritualistische Tendenzen, Sezession. Ein Saal der Nationalgalerie fasst diese Strömungen zusammen. Der ungarische Jugendstil, der sich zur politisch-kulturellen Aufgabe gemacht hatte, Teil einer neuen Nationalkultur zu werden, und der in der Architektur bizarre und ganz eigenständige Formen hervorbrachte, in der Malerei ist er nicht frei von epigonalen Zügen.
goldenes Zeitalter von Janosch Vossory, beeinflusst vom Symbolismus eines Puvis de Chavannes. József Rippl-Ronnoi, Frau mit schwarzem Schleier. Auch dieser Künstler war vom Symbolismus beeindruckt und hatte sich in Paris zunächst der Gruppe der Nabi angeschlossen. Aber er blieb ein Außenseiter, dessen selbstständige Stilsuche eine eigene, originäre Ausdrucksweise zum Ergebnis hatte. Frau mit Vogelbauer, 1892 gemalt, zeigt Rippl-Ronnoi noch im Frühstadium seiner künstlerischen Entwicklung. In diesen Jahren trat ein Maler an die Öffentlichkeit, dessen Werk wie ein Monolith alle Schulen und Richtungen der Zeit überragt. Tivodor Csontváry, der ungarische Visionär. Das Selbstbildnis zeigt seinen beunruhigend forschenden Blick. Sturm über der großen Hortobad, wieder ein Sturm über der Pust also. Aber nun ist die Moderne angebrochen. Dynamische Gegensätze machen die Spannung des Bildes aus. Im Vordergrund die Ruhe vor dem Sturm, die friedlich grasende Herde. Dahinter stürmische Bewegung, wilder Galopp. Csontváry überträgt diese Gegenpole in extreme Farbkontraste. Das 60 auf 120 cm große Bild ist Vorbote seiner späteren monumentalen und überwältigenden Gemälde. Mit der Hortobágy fing es an, schrieb Csontváry später bei der Aufzählung seiner Hauptwerke. In Wahrheit war da am Anfang ein junger Mann aus alter bürgerlicher Familie, der den Beruf des Apothekers erlernt hatte und der berichtet, er habe eines Tages ein mystisches Erlebnis gehabt. Eine Stimme sprach zu ihm und verkündete, er werde einmal der größte Plein-Air-Maler der Welt. Der junge Csontváry akzeptierte die Berufung, erarbeitete sich zunächst gewissenhaft die materielle Grundlage für ein späteres Künstlerleben und trat dann der Malschule des Meisters Simon Hollasy bei. Auch das neue Handwerk will er ordentlich studieren. Naturstudien und kleinere Landschaftsgemälde wie dieses entstehen. Kleines Plein-Air im Trau an der dalmatinischen Küste. Csontváry übt sich in der Wiedergabe atmosphärischer Stimmungen und entdeckt die Wirkung dekorativ gesteigerter Farben. Bald aber ist ihm das nicht mehr genug. Die Prophezeiung berief ihn zu hören. Jetzt sucht er nach dem großen Motiv. Nichts Geringeres als die Weltwunder will er malen. Csontváry reist in die Länder, an die Stätten, die seine Fantasie ihm vorgespiegelt hat, in die Hohe Tatra, nach Jerusalem, Kairo, Athen, zu den Zedern des Libanon, nach Sizilien an den Fuß des Ätna. Hier malt er die Ruinen des griechischen Theaters in Taormina. Das Bild ist 3 auf 6 Meter groß. Csontváry hat das große Motiv gefunden. Er huldigt ihm auf fast 20 Quadratmeter Leinwand ein grandioses Panorama. Rechts majestätisch der Ätna, links der grell leuchtende Sonnenuntergang. Ein malerischer Balanceakt. Darunter, vor der Meeresbucht, stehen die Ruinen des antiken Theaters, gemalt mit minutiöser Detailgenauigkeit in feinen Farbabstufungen. Sonnenweg nennt Csontváry nun seine Technik, auch Sonnenfarbmalerei. Der Autor der grundlegenden Csontváry-Monographie, Professor Lajos Németh, hat den Stil dieses sonderbaren Künstlers analysiert.
Die Csontváry kialakította sajátos plenár értelmezést. Csontváry erfand eine ganz eigenartige Plenär-Interpretation. Das war mehr als einfache Atmosphäremalerei. Er vereinte die großflächige Verwendung von Komplementärfarben mit der Technik fein aufgetragener, leuchtkräftiger Farbtupfer. Darüber hinaus bedeutete für ihn Plenär das künstlerische Erfassen der Lebensenergie. Plenär ist für ihn Naturenergie. Taormina ist eine dekorative, monumentale Komposition. Sie will aber auch atmosphärische Wirkungen erzielen. Das ist also etwas anderes als die Versuche Gauguins zum Beispiel. Es ist der Sonnenweg. Csontváry's ganz persönlicher Weg, der ihn in seiner Einzigartigkeit bestärkt. Der ihn, verspottet von der zeitgenössischen Kritik, in den Größenwahn treibt. Und am Ende in geistige Umnachtung. Das große Taormina hat Csontváry 1905 in Budapest ausgestellt. Danach reist er weiter in den vorderen Orient, wieder auf der Suche nach dem großen Motiv. Der Tempelplatz in Jerusalem ist ein erstes Ergebnis dieser Reise. Csontváry's Budapester Ausstellung hatte kaum ein Echo gefunden. Die Zeitgenossen standen seinen Bildern verständnislos gegenüber. Heute ist dem Maler, neben dem Ehrenplatz in der Nationalgalerie, ein eigenes Museum gewidmet. In Pécs steht es im Süden Ungarns. Pécs, die Stadt, in der die islamischen Monumente der Türkenherrschaft noch präsent sind, Pécs ist der geeignete Ort für Csontváry's Meisterwerk. Baalbek im Libanon, in hellenistischer Zeit Heliopolis, die Stadt des Sonnengottes, das war das ideale Sujet für seine Sonnenfarbenmalerei. Das größte Plenärgemälde der Welt nannte er Baalbek, und hat immer wieder stolz auf dessen 32 Quadratmeter hingewiesen. Die Komposition setzt sich zusammen aus sorgfältig arrangierten Detailansichten. Csontváry betrachtete das als ein Stück Leben, als ein getreues Abbild der Wirklichkeit. Erst die Surrealisten haben seine Malerei erkannt. Und Picasso soll später gesagt haben, ich habe nicht gewusst, dass es außer mir noch ein Genie in diesem Jahrhundert gegeben hat. Das große fremdartige Panorama einerseits, aber auch die Poesie eines Elektrizitätswerks bei Nacht. Die Kombination dieser Sujets, Exotik und moderne Technik, verbindet Csontváry mit einem anderen heiligen Narren der Kunst, Henri Rousseau. Csontváry war kein naiver, intuitiver Maler wie Rousseau. Trotz allem gibt es eine Verwandtschaft, eine geistige Verwandtschaft. Einerseits vielleicht aus psychologischen Gründen, zum anderen ist da bei beiden der Mythos, das Schaffen einer individuellen Mythologie und schließlich diese hochgradige Dekorativität, sodass man schon von einer historischen Verwandtschaft zwischen beiden sprechen kann. Die Schaffung eines Mythos. Csontváry empfand dies als letzte, höchste Aufgabe seiner Berufung. Die einsame Zeder als Lebensbaum,
als Zeichen kosmischer Sinngebung und als Symbol des eigenen Selbst, des einsamen, alles überragenden Künstlers. Er ist selber Baum und Berg. Chontwari malte die einsame Zeder 1907. In den Jahren darauf verschlechterten sich seine Gesundheit und sein Geisteszustand. Er starb mittellos und allein im Juni 1919. Wenn wir es aus seiner Sicht betrachten, dann hat er diesen Lebensweg nie als tragisch empfunden, da er glaubte, seine Berufung erfüllt zu haben. Er schuf das große Werk und bekam sogar einmal in Paris die Auszeichnung, dass er der größte Maler der Welt sei. Er glaubte also, gesiegt zu haben. Gleichzeitig aber das Alleinsein, das ihn zeichnete, diese oft autistische Einsamkeit, die auch in der Zeder zum Ausdruck kommt. Das ist auf jeden Fall tragisch. Aus dieser Betrachtung heraus war er nicht so sehr ein Verwandter Rousseaus, sondern Van Goghs. Unter den Künstlern seiner Zeit konnte Chontwari keine Nachfolger finden. Das Zentrum der ungarischen Malerei des frühen 20. Jahrhunderts befand sich weiterhin in der Künstlerkolonie von Nagy Banyo, deren führende Persönlichkeiten bald auch die Budapester Kunstakademie eroberten, allen voran Károly Ferenczi. Das Wohlgefallen an der ganzen Natur bezeichnete er als innere Triebkraft seiner Malerei. Sonniger Vormittag 1905. Noch 20 Jahre später folgt die junge Künstlergeneration seiner Auffassung. Aurel Bernhard, auch er ein Schüler Nagy Banyos, verband so Landschaft und Stillleben. Morgenstimmung 1927. Erst überzeugte Individualisten wie Joseph Egri zum Beispiel befreiten sich von der Vorherrschaft Nagy Banyos. Egris bevorzugtes Motiv war der Balatonsee, in dessen dunstigem Licht alles seine Gegenständlichkeit verliert. Aus dieser Beobachtung heraus entwickelte Egri seine besondere Technik, die Öl mit Pastellfarben mischt, und seine die Form auflösende Pinselführung. Auch der deutsche Expressionismus mit seinen ungebrochenen Farben und harten Formen fand Anhänger in Budapest und entwickelte eine spezifisch ungarische Variante. Vilmos Obonovák zum Beispiel, mit seinen Bildern dörflicher Festlichkeiten, Jahrmarkt und Wanderzirkus, schuf eine Art expressionistischer Genremalerei, gefüllt mit buntem Lokalkolorit. Dynamik in Form und Farbgebung kennzeichnen die Bilder der Maler, die sich in der Gruppe der Acht zusammenschlossen. Die Cellospielerin von Robert Berenj, dem prominentesten Mitglied dieser Vereinigung. Einige Künstler dieser Gruppe der Acht hatten in Berlin den deutschen Expressionismus kennengelernt und mit den Malern der Brücke Verbindung geknüpft. Die Ähnlichkeiten sind also nicht zufällig. Budapest, in unserem Bewusstsein eine Hauptstadt der sozialistischen Brüderstaaten. Budapest hat sich in der Kunst zu allen Zeiten an Paris und Berlin, München und Wien orientiert. Die bedeutenden Stilentwicklungen fanden in Ungarn stets begabte Nachfolger. Und manchmal brachte die ungarische Kunst das große Original hervor. Vielleicht hat nur das starre Festhalten an politischen Fronten hierzulande über lange Zeit den Blick auf die Weltoffenheit dieses Paris des Ostens verstellt. Die Nationalgalerie in Budapest präsentiert ein beeindruckendes Panorama der ungarischen bildenden Künste. Sie veranstaltet Sonderausstellungen, Führungen und alle 14 Tage ein Museumskonzert. Sie weiß sich prächtig in Szene zu setzen. Mit allen...